Hallo Mitspieler, mein Name ist Stalo Riot und ich begrüße euch zur 291. Episode dieses Cities Skylines After Dark Snowfall Natural Disaster Display. Display, genau, Let's Play. Ja, in den letzten Episoden habe ich hier einen Meteoriten runterknallen lassen, um zu sehen, ob dieser Pumpendienst, den ich installiert habe, da haben wir hier ein Gebäude und genau auf der anderen Seite hier drüben auch, das sind so diese Katastrophen-Hubs, die ich hier erstmal eingerichtet habe, ob die ihren Dienst so anständig verrichten. Ja, und irgendwie bin ich nicht so richtig zufrieden mit denen. Die funktionieren nicht wirklich so, wie man sich den Katastrophenschutz vorstellt. Zum einen sind sie aus dem Gebäude raus und sind erstmal rechts abgebogen, hier diese ganze Straße runter, haben dann hier hinten gewendet, sind wieder zurückgefahren. Das Ding habe ich jetzt hier neu gemacht, damit sie dann beim nächsten Mal hier wenden können. Und dann halten sie an jeder roten Ampel an. Und das dauerte schon mal ewig. Also ich bin sicher, dass die Hälfte des Wassers alleine so versickert ist im Boden. Ja, und den Rest haben sie vielleicht irgendwie mit ihren Tankwagen dann weggeschafft. Ansonsten ist keiner gestorben, allen geht's gut. Die Stadt hat's wunderbar weggesteckt. Der Stadt geht's sowieso unglaublich gut. Also wir haben hier keine Icons, keine Mülltonnen. Ja, also irgendwie haben wir doch ein ganz gutes Händchen bewiesen mit der Installation hier der ganzen Dienste. Auch hier die Verkehrsführung, dass praktisch ja, alle in ihren eigenen Bereichen wirken. Dass beispielsweise hier aus diesem Krankenhaus können Krankenwagen nicht über die Brücke fahren, können nicht die Kranken hier drüben aus der Stadt irgendwo holen und das alle zu verzögern. Was auf jeden Fall passieren wird, das haben wir gesehen. Als ich Natural Disasters bekommen habe, habe ich ja den Traffic Manager abgestellt, der diese Einschränkungen hier veranlassen kann. Ja, und sofort war das komplette System ja völlig aus dem Gleichgewicht. Das heißt, auf einmal eine Sterbewelle, weil halt eben die ganzen Fahrzeuge aus den Krematorien quer durch die Stadt gefahren sind, um irgendwelche Toten abzuholen. Das ist alles schon sehr, 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 sehr fragwürdig. Ja, also ohne Traffic President kann ich mir nicht vorstellen, hier eine anständige Stadt zu bauen. Ich meine, wir wissen alle, es gibt gewisse Verkehrsprobleme, die man halt nur versuchen kann auszuhebeln. Und es ist schon ganz schön verwunderlich, dass die Hersteller hier dieses Games, Colossal Order, dass die ja diesen Verkehr nicht versuchen gerade zu biegen. Die hauen neue Updates raus, neue DLCs, die auch ganz schön Geld kosten. Ich meine, 15 Euro sind 15 Euro. Aber dennoch, das Grundgerüst ist noch relativ buggy. Also ich kann sagen, als erfahrener Spieler, der sich schon eine Weile mit dem Programm auseinandergesetzt hat, erkenne ich einige Möglichkeiten, aber jemand, der anfängt zu bauen und dann, ich sag mal, die 2.000-3.000 Leute-Grenze langsam überschreitet hier mit der Einwohner, der wird die Flinte möglicherweise ins Korn werfen, weil er halt sieht, ey, die wechseln ja ihre Spur ja nicht und die können ja nicht richtig abbiegen und so was alles. Und was hier oben? Nicht genügend Arbeiter. Nicht genügend Arbeiter. Wie sieht's aus mit der Arbeitslosigkeit? Da sind wir wieder runter auf 3%. Sehr gut. Haben wir das auch wieder abgefangen. Ja, läuft praktisch wie am Schnürchen. Gut, und wir haben ja jetzt, wie gesagt, zwei Katastrophen gehabt. Ich habe einmal ein Sinkhole veranstaltet. Das nervt mich ein bisschen. Dann mache ich es weg. Wenn es mich nervt, kommt es weg. Ja, wie gesagt, ein Sinkhole haben wir entstehen lassen und wir haben hier den Meteoriten rinknallen lassen. Das sind ja durchaus zwei Katastrophen und das wird hier irgendwie nicht anerkannt, weil ich will ja die Pyramide der Sicherheit haben. Ja, und wir sollen eine verlustfreie Zerstörung irgendwie haben. Naja, es wurde, im Grunde genommen wurde nichts zerstört. Das heißt, man sollte eventuell irgendwas dabei kaputt machen. Ich habe da hier hinten noch meine Versuchsstrecke, das Ding. Also das habe ich mir irgendwann mal gebaut, um mal Vergleiche durchführen zu können, wie weit irgendwelche Gebäude abstrahlen. Also praktisch hier, zeige ich es mal nochmal. Ups. So mit dem Grün, da sehen wir, das Grüne, das geht ungefähr bis hier in diesen Bereich, wenn ich es hier in der Ecke habe. Und dann habe ich es halt im Vergleich mit dem Krankenhaus, wie weit? Na, hallo. Das strahlt ab, das strahlt ein bisschen weiter ab bis hier. Einfach so, um so Basiserkenntnisse so für mich zu erlangen. Gut, und hier könnte man nochmal was kaputt machen. Irgendwas, ja. Nochmal einen Meteoriten? Tja. Oder mal einen Waldbrand. Wie wäre es denn damit? Waldbrand zerstört Bäume.
man das ausgewählt. Haben wir hier auch, ja, haben wir bestimmt diese Türmchen, die vor Waldbrand waren. The Forest Service has stated that there is a risk of an imminent forest fire in the area. Residents are advised to avoid forested areas. Zerstörung, niedrig, hoch, aktiv, inaktiv, okay. So, und da müssten ja jetzt die Feuerwehrhelikopter dann ankommen und müssten löschen. Feuerwehr, zeigt doch mal, wo habt ihr denn euer Türmchen? Feuerwehr. Da, hier ist auch ein Türmchen direkt in der Nähe. Das heißt, das müsste sofort erkannt worden sein. Und wo bleiben jetzt die Löschhubschrauber? Hallo Löschhubschrauber, hier ist Arbeit. So, hier wohnen die Löschhubschrauber irgendwo. Rettungshubschrauber, Feuerwehrhubschrauber. Zwei von drei im Einsatz. Nur, Waldbrand ist ja nicht schlimm, da muss man keinen dritten rausschicken. Also es wurde erkannt in dem Moment, wo ich das gesetzt habe, das Feuer. Da tut sich nichts. Tja, was macht ein Bürgermeister nun, der wissen möchte, wo seine Hubschrauber sind? Wie könnte er das ermitteln? Finde ich das auch eine Nachlässigkeit des Programms. Also ich müsste doch jetzt hier, wenn ich halte mal an, wenn ich ihn jetzt hier anklicke, dann müsste er mir doch an und für sich sagen, müsste ich hier einen Button haben oder irgendwas, dass ich durchschalten kann, dass ich gucken kann, wo die sind, um abschätzen zu können, was los ist. Ich meine, ich kann da nicht weiter beeinflussen, aber ich habe eine weitere Information. Und irgendwie wird mir das verwehrt. Das kann ja durchaus sein, dass die Hubschrauber jetzt hier hinten irgendwo rumhubschrauben. Ich würde auch gerne sehen, was die hier veranstalten. Meine kippen Wasser auf, okay. Davon ist mal auszugehen. Dann würde ich auch so einen Hubschrauber mal angucken, wenn er Wasser ausgekippt hat, wo holt er sich denn das Wasser? Fliegt er einfach hier zum Fluss? Ist er in der Lage, irgendwas aufzusaugen? Oder muss er nach Hause, um dort aufgefüllt zu werden? Ich meine, wir kennen ja diese Natural Disasters noch nicht so gut und das möchte ich ja alle irgendwie wissen. Oh, irgendwas? Oh, jetzt sind sie auf einmal da. Guck an. Sich angeschlichen. Nehmen wir mal ihn. Wassereimer. Okay, hat einen Eimer. Na. Ah, er ist Tatsache so schlau und fliegt zum nächsten Wasser. Das ist ja schon mal mit. Macht's aber spannend. Okay. So, hat sich dann Nummer 3 mittlerweile auch eingefunden? Oder dritte Heli? So, lassen wir mal an. Also seine Lieblingsstelle, die er löschen will. Fliegt über ein Feuer rüber. Sollte man meinen, dass er erstmal hier löscht, damit das nicht weiterbrennen kann. The Forest Service has stated that there is a risk of an imminent forest fire in the area. Residents are advised to avoid forested areas. Okay. Na, nicht so schlau. An und für sich müsste versucht werden, das hier erstmal einzudämmen, weil hier in die Richtung kann es ja nicht richtig weiterbrennen. Ja, ich bin auch ein Erbsenzähler. Ich habe wirklich auch noch einmal auszusetzen. Das sind aber auch alle die Gedanken, die sich die Entwickler eventuell hätten machen können im Vorfeld.
bei der Programmierung, finde ich. Die 3 ist gerade abgedriftet zum Wasser holen, ne? Oder mal gucken, kommen die von der anderen Seite hier auch? Von gegenüber? Feuerwehrhubschrauber, Hubschraubersatz 3 von 3, ja. Oh, okay. Mit vereinten Kräften, also 6 Hubschrauber müssten jetzt hier insgesamt in Action sein. 1, 2, da kommt die 3. Irgendwie. Oh, und der darf sich ja Wasser hier von außerhalb holen, außerhalb der Stadt. Okay. Tja, wird völlig vernachlässigt, aber erstmal hier Streichholz austreten. Kommt hoch, überlegt und fliegt hier hin wahrscheinlich, oder? Nee. Ich mache jetzt mit dem Durchnummerieren nicht weiter, weil das ist ja Blödsinn. Auch so ein kurzer Gedanke. Hm, reicht das? Haben wir das hier? Nee. Ja, die brennen beachtlich gut, ja klar. Und er muss auch erstmal hier hin. Das ist ja nicht so wichtig. Anscheinend. Naja, man könnte aber auch meinen, das ist ja auch deren erster Einsatz, die müssen ja auch erstmal lernen. Der Fluch, vielleicht alle noch in einer Feuerwehr-Hubschraubermann-Ausbildung, wer weiß das. Was macht er jetzt hier? Hier ist doch... Eigentlich Feierabend, hier sind wir da gut. Na, hat er gemerkt. Hat sich nochmal vergewissert, vorher in der Zentrale angerufen. Aber sind das 6 Hubschrauber jetzt insgesamt? 1, 2, 3. Hm. Naja, sie scheint es aber im Griff zu haben. Hoffen wir mal. Traue mich ja auch nicht wegzuhängen. Oh, ist Aussehung von Helene. The Forest Service has stated that there is a risk of an imminent forest fire in the area. Residents are advised to avoid forested areas. Hier brennt noch eine Tanne. Was treibt man nicht? Mach bloß unnötige Panik in der Stadt. Gut, ich würde sagen, erledigt. Katastrophen, jüngste Wirkung vom Waldbrand, keine Verluste, brennende Bäume 165. Das 165 Bäume? Okay. Tja, bin ich mal gespannt, ob das hier auch wieder irgendwann weiß wird. Und ob da neue Bäume wachsen werden, weil die Bäume scheinen ja so gesehen noch da zu sein. Die sind bloß ein bisschen dunkler. Und angekohlt. Na, warten wir einfach mal den nächsten Schnee ab, da kommt er schon. Müsste der eigentlich unter der Schneedecke verschwinden. Eigentlich. So, und haben wir denn uns jetzt hier... Ne, haben wir immer noch nicht. Dritte Katastrophe in der Stadt. Aber die Pyramide der Sicherheit bekommen wir nicht. Die Pyramide der Sicherheit erlangen sie, wenn sie eine Katastrophe die Stadt getroffen hat, es aber nicht zu Verlusten gekommen ist. Zählt das denn hier nicht zur Stadt?
irgendwie. Tja, wenn mir da andere Bürgermeister mal im Kommentarbereich eine Auskunft geben könnten, wäre ich diesen sehr verbunden. Gut, welchen Schabernack treiben wir denn als nächstes? Haben wir denn noch irgendwas? Was fällt mir denn sonst noch ein hier an? Nivitta. Boring. Erdbeben. Ich würde ungern so richtig auf die Stadt loslassen, solange ich noch keine Shelter habe. Aber Shelter, also diese Katastrophenschutzräume, sind wahnsinnig teuer. Also wir können auch andere Schichten erstmal installieren. Die hier, meine ich. Schon da, wie viel passen rein? 10.000 pro. Ja, brauche ich 18 bzw. 19 Stück insgesamt. War ja schon mal so angedacht, dass ich praktisch an jeder Achse hier irgendwo einen mache, einen Schalter. Die Frage ist, wo? Puh. Wie viele Achsen habe ich denn jetzt insgesamt? 1, 2, 3, 4. Hier wäre eine fünfte, eine sechste. Ein bisschen unübersichtlich, das durchzuzählen. 7, 8. Könnte ich 32 Shelter hier an den Enden sozusagen umbringen. Bin gerade am Überlegen, ob ich alle Straßen jetzt irgendwie bis zum Rand führe und dann direkt am Rand irgendwo so eine Shelter mache, so einen Katastrophenbunker, dass die praktisch, wenn es irgendwie abgeht, aus der Stadt rauskommen. Und dann würde ich auch diese Buslinie, weil wenn man so einen Shelter gesetzt hat, dann kann man ja auch so eine Buslinie praktisch machen, die dann die Leute einsammelt. Das Problem ist ja halt eben, wenn ich jetzt beispielsweise von diesem Shelter hier oben ausgehe, wäre ja hier Schluss. Das heißt, die würden ja nicht hier weiter einsammeln. Ansonsten die großen Achsen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Dann kriegen wir 80.000 in Sicherheit. Oder wir machen zwei oder sogar drei an den großen Achsen jeweils irgendwo am Ende. Ja, ich kann mir die sowieso alle nicht auf einmal leisten, sondern die kostet 75 Mille oder so weit. 74. Und überhaupt mal gehen ja auch nicht alle Achsen richtig durch. Ich müsste ja die hier dann eigentlich auch verlängern irgendwie. Oder hier am Flughafen rausziehen. Das ist ja von der Sache her auch ein ziemlich weiter Weg. Oder Katastrophenschutzbunker irgendwo hier an der Autobahn. Wie sieht's denn da platzmäßig aus? Die Dinger sind ja relativ schmal. Könnte man machen. Muss ja, entsteht hier aber auch wieder eine zusätzliche Kreuzung. Die wir ja nicht so gerne haben, ehrlich gesagt. Oder ich mache hier so eine kleine Straße. Tü. Oder ich mache halt eher bereichsmäßig. Bloß wie kriege ich dann in Erfahrung, wie viele Leute jetzt hier wohnen in diesem Bereich? Wie erfahre ich denn so weit? City Ost. So könnte man es erfahren. Bevölkerung 13.900. Muss 13.000. Es ja anzunehmen, dass das hier in diese Richtung auch noch weiter wächst. Also könnte man hier beispielsweise mit zwei Katastrophenschutzbunkern, diese ganze Ecke schon mal auffangen. Könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht hier einen Bunker hinbaue, neben die Autobahn. Und dann vielleicht hier unten irgendwo am Ende dieser Straße.
Oder man strötet eher so ein bisschen, dass man hier diese Achsen irgendwie nimmt. Ich glaube, das ist so ein bisschen eleganter. Hier ist einer krank. Tja, diese Achse wäre ja toll, wenn die nicht jetzt über den See führen würde. Wie sieht das denn aus? Na, die Straße, die ist doch eigentlich auch tot. Die hat man zum Staudamm geführt, der uns dann nicht befriedigt hat. Was da? Warum ist da noch Licht? Wer treibt sich denn da rum? Parkt irgendjemand unterm Baum? Sind die am Knattern oder was machen die denn da? Komm mal her, du. Ah, versteckt sich eine Straßenreihe. Okay. Und weg ist er. Hat Licht ausgemacht. Naja, so die kleinen Cities. Roundhouse-Kicking-Stories, die hier abgehen. Na gut, wir machen an dieser Stelle Feierabend. Ich bedanke mich bei euch. Komm, wir können ja das auch mal abreißen. Ups. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.